Voller Vorfreude zur Europameisterschaft. Die deutschen Handballerinnen sind zu ihrem EM-Abenteuer nach Schweden aufgebrochen. Die DHB-Auswahl trifft in der Vorrunde auf Vize-Weltmeister Holland, den Olympia-Zweiten Frankreich und den WM-Vierten Polen. Verstecken wollen sich die Deutschen aber nicht. Wir gehen in das Turnier rein und versuchen auf jeden Fall das Bestmögliche herauszuholen. Auf jeden Fall die Hauptrunde zu erreichen. Und alles andere wäre natürlich noch lohnenswert, aber wir sind ganz locker und versuchen, viel Erfahrung zu sammeln und viel zu lernen und viele Spiele auf internationalem Niveau und internationale Härte mitzunehmen. Ein harter Brocken wartet gleich zum Auftakt. Doch auch gegen den Nachbarn aus den Niederlanden rechnen sich die Deutschen Chancen aus. Holland ist bekanntlich individuell sehr gut ausgebildet und da ist es eben ganz wichtig, dass wir hinten nicht so große Lücken reißen lassen und uns im 1 gegen 1 von denen nicht schwindlig spielen lassen. Die Holländer fahren einen ganz, ganz schnellen Handball. Die haben eine gute Torhüterin, die gute Gegenstoßpässe spielt und ihr Spiel nach vorne ist. Die fackeln nicht lange, die hauen da aufs Tor. Und wenn wir da eine gute Abwehr hinstellen und sie vielleicht mit den eigenen Waffen schlagen können, glaube ich, dann haben wir eine gute Chance. Die Deutschen spielen in der Gruppe B in der Arena von Kristianstad. Das klare Ziel, der Einzug in die Hauptrunde. Die jeweils besten drei der vier Vierergruppen kommen weiter.